Willkommen zurück zu einer neuen kriegerischen Folge Call of Duty Modern Warfare. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die dieses wunderbare Projekt hier jeden Tag unterstützen. Ihr wollt mehr sehen von Call of Duty, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Es dauert ja auch nur eine Sekunde. Schreibt auch gerne einen Kommentar, ein bisschen Support tut immer gut. Und wir machen jetzt weiter mit der Story von Modern Warfare. Das Frauengefangenenlager. Ich öffne die Tür ganz langsam, denn meistens kommt böse Überraschung. Genau sowas. Wer ist Commander Karim? Ich bin Karim. Sie haben uns kontaktiert. Lieutenant John Price. Wo sind die anderen? Da drin. Geradeaus durch. Dicht folgen. Alter, da wurden mir aber gerade meine Eierstöcke gerettet. Ganz knappes Ding. Ohne Bart sieht Price irgendwie gar nicht so cool aus. Ich weiß nicht, der Mann braucht seinen Bart. Der braucht seinen Backenbart. Das ist ein Typ, ohne Backenbart kommt da irgendwie kein Feeling. Alter, no! Die Gasfabrik, er verbrennt die Beweise. Und die Gefangenen! Zurück, wir brechen durch. Scheiße, beeilt euch! Los! Kommt schon, nicht drödeln. Holen wir sie da raus. Ich öffne die Sprinkler. Mach du die Tür auf, Karim. Lass nicht! Die ist verschlossen! Auf! Hadir! Hadir! Fester! Schwester! Hadir, alles okay? Sie sind da. Ja. Geschafft. Dank dir. Durchatmen. Sucht Überlebende und Vorräte. Wir gehen. Nach Norden. Nicht auf den Highway. Bravo 6 an Kobalt 4. Zeitfenster bestätigen. 10 Minuten. Roger. Orbit halten. Beeilt euch. Selbst Barkov wird kommen und seine Toten holen. Ja, Lotte Serna. Ja, Vater. Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird. Er wird es büßen. Soll er kommen? Wir haben die Straße nach Norden geräumt. Dort seid ihr erstmal sicher. Danke. Die Revolution beginnt jetzt, Schwester. Der Krieg beginnt jetzt, Bruder. Selbst im Krieg gibt's Moral. Nicht vergessen. Bravo 6, Abflug in 2. Jahre Bürgerkrieg. Bürger spielen ja keine Rolle. Hadir ist trainiert. Verbündet, entführt, spielt keine Rolle. Er brachte das Gas nach Russland. Er tat es mit Al-Qatalas Hilfe. Er hat das Netzwerk und die Leute. Tja, kann man es ihm übel nehmen, hä? Inoffiziell nicht. Aber hier geht's um mehr als Hadir. Wir haben zwei Optionen. Was, wir waren in Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin. Eine Menge Unschuldiger werden sterben. Durch einen Freund des Westens. Okay, kommen wir zur Sache. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Inoffiziell? Total. Wer ist Ihr Team? Ein paar alte Freunde. Unser Sergeant? Ist bereit. Ich bringe sie rein, dann sind sie auf sich gestellt. Nur Waffen der Gasnation. Ich mach das schon. Eine tolle Aussicht, Nikolai. Warte mal, Hauptstadt vor Moskau. Die gute alte Zeit. Hm. Da sind zwei an der Tür. Mehr Al-Qatala im Innern. Fahrzeug kommt. Beobachten. Guter Ort. Parkt nur, Wichser. Der Schlechter, gelbes Shirt. Das Schwein aus der Botschaft. Kein Gas. Kein Hadir. Freier Schuss. Verlockend. Noch nicht. Der Schlechter führt uns zu Hadir. Oder der Gasangriff geht los. Wenn das passiert, sind wir alle am Arsch. Ausrüsten. Wird fies. Die Uhr tickt. Hier lang. Wie viel Zeit haben wir? Ein paar Stunden oder weniger. Hast du alles? Mir ging nicht in so kurzer Zeit. Schalldämpfer, Munition. Keine Blendgranaten. Gute Arbeit, Nick. Alte Freunde. Witziger Hohlspitz. Alte Kameraden. Wie du es magst.
Nun, was nehme ich denn? Sergeant Gary, keine Hemmungen. Einfach zugreifen. Na gut, Dankeschön. Gute Feuerkraft. Versteck sie vorerst. Treffpunkt am Lager. Okay, bring das Paket. Auf den Weg, Captain. Alter, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe die Grafik und ich hätte gerne diese angekaute Pizza. Das letzte Pizzastück. Das ist ein richtiger Gamer. Ein richtiger Gamer auf einer LAN-Party. Gibt es überhaupt noch LAN-Partys? Wenn ja, der hebt sich immer ein Stück Pizza auf. Für den Morgen. Das ist Regel Nummer 1 für LAN-Partys. Ja, ist ja gut. Ich wollte mich nur ein bisschen umgucken. Ich weiß, dass du den Schlechter töten willst. Ja, das kranke Schwein kann man nicht tief genug vergraben, Sir. Du kriegst deine Chance. Aber fürs Erste brauchen wir ihn lebendig. Der Typ, der den Schlechter darstellt... Dobre utra. Ist auch ein recht schlecht. Bekannter Schauspieler mehr für Serien. Der hat zum Beispiel in der Serie L.A. Crash mitgespielt. Hatte dort eine tragende Rolle. Wir beseitigen die Wachen, damit sie keinen Alarm schlagen und dringen dann über die Hintertür ein. Roger. Roger. Ist das der Plan? Auf mein Zeichen schießen, nicht vorher. Der Hammer! Der Horn! Ruhig bleiben, wir haben Befugnis. Sag's ihm, Kerl. Yeah. What? What? Das ist unsere Befugnis? Gut gemacht. Nikolai, Müll auf den Straßen. Die Briten. Du denkst an alles. Haben die Befugnis zu töten. Bist du bereit? Action oder langsam? Okay, Tür. Langsam. Nach vorne, Sergeant. Ganz langsam. Wir haben keine Flashes, ne? Nein, wir haben gar nichts. Aufpacken. Keine Granaten, Schlechter nothing. Führt uns zu Hadir. Wir brauchen ihn bis dahin lebend. Wir wollen den Schlechter lebend fangen. Wir nehmen Rache. Die kommen. Heute werden nicht wir leiden und sterben, sondern sie. Wir danken unserem neuen Soldaten. Sein starker Neuer Wille. Soldat. Hadir. Ist unser Glück. Wenn der Wolf noch bestätigt. Lebt, wird er stolz Ziel auf uns hinter sein. Dem Tisch. Und wenn er tot ist, bringen wir all jenen seine Wahrheit. Sie sich einmischen, wo sie nicht erwünscht sind. Doch, schalte sie aus. Heute Nacht überbringen wir der Welt unsere Botschaft. Bringt eure Teams in Position. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang. Worauf wartest du, verdammt? Ich will seinen Plan hören. Ein bisschen schlechter, haut ab! Tötet sie! Ich will seinen verdammten, bösartigen Plan hören. Sicher! Alles gesichert! Was? Oh Gott! Okay, der Schlechter. Oh, aber ist super. Wir dürfen mir nicht folgen! Töte sie! Hinter der Bar! Rein da! Mit der Kopf. Wir müssen uns beeilen, Bro! Meine richtige Waffe. Sprechstunde, oh. Jungs. Lass sie nicht entkommen! Ich bin hier! Shit! Oh, hier oben? Ich hab die gar nicht gesehen. Okay, ich brauch Leben. Die sterben alle ein bisschen doof, ne? Oh, eine P90. Die Tür zur Straße ist offen. Der Schlechter ist auf der Flucht. Und Zivilisten werden erschossen. Verdammte Scheiße! Pass auf, wo du hinschießt. Ich hab ihn nur leicht in den Rücken geschossen. Es war mehr massieren. Es war eher massieren, weniger töten. What? Woher kommt der denn? Alter, und gib mir hier so einen Todesschuss. Das war sehr, sehr gemein. Sehr, sehr gemein. Der Schlechter ist auf der Flucht. Zivilisten, Feuer einstellen. Verdammte Scheiße. Oh, warte. Kommt noch einer von hinten? Bestätigt. Ich weiß, wo ihr seid. Die Schüsse, wie sonst. Bleib dran. Ende. Woher? Dran, Garrick, ja klar, nicht. Natürlich. Folge ihm, ich fange ihn von der anderen Seite an. Roger. Natürlich die Schüsse. Ich meine, wir machen hier ein verdammtes Massaker. Hörst du mich? Hey, ich schwäche ihn nur. Sie sterben deinetwegen. Oh Gott! Da habe ich ihn jetzt mit meiner Granate getötet. Ich hoffe Mir nicht. Mir geht's gut, Sir. Das Ziel bewegt sich. Flussufer. Der Schlechte überquert die Brücke, Sergeant. Oh, ich konnte gerade noch zur Seite gehen. Okay, Kontakt, wo ist er? Fahrzeug, direkt voraus. Oh, shit. Die haben einen Raketenwerfer. Ja, die haben einen verdammten Raketenwerfer.
Ich sehe ihn ja nicht mal. Irgendwo ganz da hinten. Ich glaube, ich hab ihn. Raketenwerfer zerstört. Ey, die Jungs geben mir. Die Jungs geben mir hart. Wir verlieren ihn, wir müssen uns beeilen. Gesichert! Der Schlechter haut ab, hinterher! Nimm mal die AK. Schneller! Er sitzt in der Falle. Warum sollte er hier so dämlich warten, ha? Sehr unglaubwürdiges Szenario. Und Slide. Slido. Nick, er geht durchs Café. Flussufer, Süden. Wo steckst du? Komm, er haut ab, bleib dran. Gib mir, mein Freund, gib mir. Auf Verstärkungen achten. Wo zur Hölle kommen die nur her? Molotov, Vorsicht! Er entkommt. Finde einen Weg dadurch. Und rüber mit uns. Und hier drüben hängt noch einer. Hey, yo, Captain. Drei weniger. Lass ihn nicht aus den Augen. Er ist auf dem Weg zum Fluss. Warte. Ich muss mich einmal hier ausrüsten. What? Nikolai. Ja, Nikolai. Hirnerschütterung macht Flucht schwierig, was? Oh, ein Kratzer. In den Wagen mit ihm. Wer seid ihr? Schicken eure Köpfe heim zu euren Familien! Halt die Fresse, dreckiger Mistkerl! Ah, es gibt ein Problem! Was? Der Motor streikt ein wenig! Salim, strecke! Wir müssen los! Brauchen Deckung, Herr Beschissi! Ich hätte mich beinahe selbst gekillt! Okay, damit müsste ich eigentlich ihre Gliedmaßen abschießen. Ey, was ist denn jetzt hier mit dem Motor? Die schießen auf wow. Ja, ja, gut. Die schießen auch auf mich. Die Polizei ist da. Und die Bullen müssen uns helfen. Okay, laden wir die Mama mal durch. Wo sind die Chemikalien? In deinem Russenarsch. Du kannst mir nicht wehtun. Aber du, Captain, du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, SAS? Hä? Und du, Sergeant? Hey, Scheiße, schalte deinen Kopf Sir, an! Der verdammte Penner! Wir müssen den Bastard brechen, Captain. Genau das machen wir ja. Nikolai, wo ist das Paket? Ich bringe es rein, Captain. Okay. Geh zu Nikolai, hol das Paket und bring es her. Das ist ein harter Hund. Der wird nicht so einfach reden. Okay, Sergeant, was Garrick, haben wir hier? Das Paket ist hinten. Was ist das? Drück bitte. Okay, hat so ein Mann wie der Schlechter Familie, machen, Freunde, Sergeant. Mach auf. Irgendjemand, der irgendwas wert ist? Bitte, lass uns gehen. Wir wissen nichts. Zum Verhandeln. Vielleicht ändert der Schlechter seine Meinung. Mama. Was passiert hier? Schon in Ordnung. Alles wird gut, mein Junge. Wir kommen schon bald hier raus. Ich hätte nicht gedacht, dass der Frau ein Kind hat. Bitte, lassen Sie meinen Sohn. Wir tun, was Sie wollen. Keine Angst, Mama. Du bist Mamas tapferer Junge. Aber da sieht man, jede Wo Seite geht hin? Ans Äußerste. Heilen die Mittel wirklich Wo den Zweck? Hin, Mama? Oder der wir Zweck reden die Mittel? Mit ein paar Männern und dann gehen wir wieder nach Hause. Man weiß es nicht, oder? Ich halte mich. Was Sie da tun, ist unverzeihlich. Wir sind unschuldige Menschen. Tja, unschuldige Menschen. Ich weiß nichts. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich will wissen, warum wir hier sind. Kyle,
Du musst das nicht tun. Echt? Ich hab eine Wahl? Moment, ich hab eine Wahl? Oh Gott, ich bin dabei. Ich meine, jetzt sind wir schon so tief im Sumpf, oder? Wir haben uns schon so weit aus dem Fenster gelehnt. Ich bin dabei. Lass uns schmutzig werden. Gut. Übergib sie jemandem. Nicht! Nein, bitte! Usa! Hamon! Papa! Du bleib bloß nichts an, du Hurensohn! Ohne Samthandschuhe. Wie gewünscht. Was hast du getan? Dein Sohn ist hier, dein Kind. Er hat kein Problem, Kindern weh zu tun. Ist doch so, Karl? Keins. Halt's Maul. Was hast du getan? Ich sagte doch, du sollst uns raushalten. Captain, ich sollte gehen. Wegtreten. Nimm den Revolver. Was werden sie uns antun? Nein. Hey, nein. Nein, nein. Stopp! Stopp! Hey! Sieh mich an! Stopp! Sie haben nichts damit zu tun! Sag das dem Jungen aus der Botschaft. Okay. Stopp! Bitte! Lass sie gehen! Sergeant! Captain! Lass sie gehen! Sie wissen doch nichts! Wir wollen Hadir und das Gas. Wo sind sie? Ihr könnt es nicht aufhalten. Es wird passieren. Nichts hier kann das ändern. Ja, na los, erschieß mich, töte mich. Ich könnte jetzt wirklich seine Frau und seinen Sohn killen? Na los, töte mich und ihr werdet nie finden, wonach ihr sucht. Was ist, wenn ich gehe? Verflucht! Los, schieß, ja, erschieß mich. Was zum Teufel? Du hast das Urteil gesprochen, Kyle. Ich würde den Sergeant hier nicht mit einer geladenen Waffe rumfuchteln lassen, wenn es nicht sein muss. Also, letzte Chance. Wo ist das Gas? Alter! Hör mir zu! Karetka-Theater! Lügner! Nein, es stimmt! Lügner. Das Gas ist dort! Karetka-Theater! Ich schwöre es euch! Wo ist Hadir? Der Grünschnabel? Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Los, Sergeant! Rette beschissene Russen! General Barkov ist längst tot. Hadir, er ist hinter Barkov her. Wir sind hier fertig. Pack deine Sachen. Russland und der Westen werden kämpfen. Alter, wie die reagieren. Ist schon echt krass gut gemacht. Du hast einen kleinen Jungen gekillt. Einfach so, ohne überhaupt nur mit den Wimpern zu zucken. Ich habe alles gesagt, Sergeant. Tu mir an, was immer du willst. Aber lass meine Familie in Ruhe. Scheiße, dich will ich nicht auf meinem verfickten Karma-Konto. Das Gas ist beim Karetka-Theater. Sichern und melden, du kennst das. Nachher, nimm den Wagen, er bringt dich aus der Stadt raus. Hadir ist auf Barkovs Anwesen, er wird ihn töten. Und einen Weltkrieg starten. Nicht, wenn wir vor ihm dort sind. Garrick, steig ein, gib Deckung. Roger. Boah, die Kampagne ist echt derbe. Gut derbe. Sehr gut derbe. Bindet mich los, ihr Wichser! Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Расчет их химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. Hey. Kontrollpunkt. Für uns. Macht das einen Unterschied? Die Straße ist dicht. Und jetzt? Draufhalten. Wenn sie nicht ausweichen? Dann bricht gleich die Hölle los. 3 Sekunden? Das ist reichlich Zeit. Scheiße, Captain. Nikolai hat uns gerettet. Und wenn sie uns folgen? Passiert nicht. Boss.
Was zur Hölle machen wir hier? Wir räumen den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Sie waren Geiseln. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Kyle. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze, wo immer du sie ziehen musst, Kyle. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Also, wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel. Gut. Und jetzt zu Hadir, bevor er Barkov killt. Wie das Ganze weitergeht, in der nächsten Folge Bewertung dalassen, nächste Folge anschalten, da auch eine Bewertung dalassen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss!